Im Sommer freut sich die Kinogemeinde auf draußen. Seit 20 Jahren schon gibt es in Nürnberg Kino unterm Sternenhimmel. Und der ungewöhnliche Freiluftfilmgenuss hat viele Fans. Schon ewig, immer wieder. Also das ist eigentlich schon so eine Einrichtung, ne? Wo man irgendwie darauf wartet, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Genau, das ist Sommer. Vor allem die Hiergebliebenen, die nicht in Urlaub fahren können und so. Ja. 20 Jahre, huch. Heute ist das Wetter gut, das Gewitter ist an uns vorbeigezogen, heute ist Kino. Und dann haben wir gesagt, wir gehen hin. Und die Fledermäuse flattern, bevor es losgeht und man irgendwie sein Weinchen mitbringt. Die Atmosphäre finde ich einfach nett. Zu den Mittelmeerfilmtagen werden im Innenhof der Stadtbibliothek Streifen in Originalsprache mit deutschen Untertiteln gezeigt. Und das Publikum kommt auch, wenn das Wetter mal unbeständig ist. Ich habe sie neulich lange beobachtet. Ach ja. 1988 kam eine Gruppe junger Studenten und Kinobegeisterter auf die Idee, einfach mal einen 16mm Kinoprojektor samt Leinwand im Freien zu installieren. Erst unter alten Gewölbebögen, dann am Seeufer. Der Fantasie waren wenig Grenzen gesetzt und das Konzept fand schnell sein Publikum. Nach wenigen, aber sehr erfolgreichen Abenden war das Sommernacht-Filmfestival geboren und der Verein Mobiles Kino wurde gegründet. Naja, wir waren eine Gruppe von Cineasten und Kulturveranstaltern. Und das ist übrigens bis heute so geblieben. Und es ist schön, dass da immer wieder neue Leute nachkommen. Und wir haben uns eigentlich nur Gedanken gemacht, dass wir solche interessanten Veranstaltungen machen wollen. Also Kino an ungewöhnlichen Plätzen, im Freien, eine Kombination von Inhalt, Filminhalt und dem Ambiente vor Ort herzaubern. Und am Anfang ist es halt wirklich in einem kleineren Rahmen gelaufen. Also wir sind halt zu Veranstaltungsorten hingegangen, haben aufgebaut, haben mit dem Besitzer vor Ort gesprochen, ob das alles geht. Und dann ging das in der Regel und dann haben wir das schnell abgewickelt. Und in der Zwischenzeit steckt aber viel Aufwand einfach dahinter. Wir wollten eigentlich auch immer so dieser Idee treu bleiben, was zu machen, was nicht Mainstream ist. Aber auch nicht so extravagant ist, dass man eigentlich überhaupt kein Publikum erreicht, sondern so also eine Nische finden, mit dem man eben auch einen Umsatz schaffen kann, weil das ist ja teuer, was wir da machen, weil wir in der Regel die Filme nur einmal zeigen und müssen dann aber den Wochenpreis sozusagen dafür zahlen. Und das musste halt irgendwie zusammenpassen, das Ganze. Ich bin ja kein ausgebildeter Vorführer und dann stand ich schon manchmal davor und wusste jetzt nicht mehr, wo hakt es jetzt, wenn der Projektor nicht angelaufen ist oder wenn irgendwas passiert ist. Und da haben wir einfach in der Zwischenzeit doch wirkliche Technik-Freaks dabei, die solche Sachen alle gut meistern können. Denn das Sommernacht-Filmfestival ist mit den Jahren größer und größer geworden. Mehr Spielstätten und neue Kooperationspartner machten die Veranstaltung immer komplexer. Außerhalb des Festivals bestreitet das mobile Kino nun auch während der restlichen Saison zahlreiche Open-Air-Veranstaltungen in der ganzen Stadt. Filme aus den Anfangszeiten der Kinotechnik zu zeigen, macht dem Vorführer Wolfgang Meyer nach wie vor Spaß. Ja, und dann gibt es bei Stummfilmen, haben die ja früher oft noch mit der Hand gekurbelt. Deswegen gibt es dann mitunter auch verschiedene Geschwindigkeiten zum Einstellen. Braucht man dann auch einen speziellen Projektor. Hier kann ich dann die Geschwindigkeit einstellen, da gibt es dann eben meine normalen 24 Bilder, 20 Bilder, 16, 18 Bilder. Teilweise gibt es dann auch möglicherweise halt unterschiedlich gekurbelt haben und die das dann später auch ganz klasse fanden beim Vorführen, dass jede Szene ein bisschen anders an Tempo hat, verschiedene Regieanweisungen quasi für den Vorführer, damit der in dem Sinn halt die Geschwindigkeit auch übrigens steuern. Wenn irgendwo eine mobile Leinwand einen urbanen Platz zum Kinosaal umwandelt, steckt meist der kleine Nürnberger Verein dahinter. Die technische Ausstattung erlaubt mittlerweile nahezu jede Art von Kino-Event. Vom Stummfilmklassiker bis zum Kurzfilmprogramm, wie hier auf dem Klarissenplatz vor dem neuen Museum. Im Sommernacht-Filmfestival hat auch das Picknick-Kino mittlerweile einen festen Platz. Im Marienbergpark kann seit 2003 im Sommer auch auf der Kinowiese gegrillt werden. Mit gut gefülltem Magen macht es sich der Kinogast dann auf der Picknickdecke bequem und genießt Kino im Freien.
malerisch umrahmt vom alten Baumbestand des Parks. Das Konzept, Ort und Film zu verbinden, lässt sich in einer so geschichtsträchtigen Stadt wie Nürnberg manchmal perfekt umsetzen. Im Goldenen Saal des Reichsparteitagsgeländes konnte das mobile Kino Filme wie Der Untergang oder Sophie Scholl zeigen. Der Publikumsrenner im Festival 2005 bewies, dass es nicht immer um Spaß und Action gehen muss, um die Zuschauer zu fesseln. Wenn es draußen ungemütlich wird im Herbst, verlegt das mobile Kino seine Spielstätten an regensichere Orte. In der historischen Straßenbahn wird beispielsweise an mehreren Abenden im Oktober eine kleine Leinwand installiert und ein Stummfilmklassiker gezeigt. Während die alte Bahn durchs nächtliche Nürnberg rattert, werden die Fahrgäste in eine längst vergangene Zeit entführt. Nostalgie, die wirkt. Hier funktioniert alles, weil es ist alles alt und gut und mechanisch und nicht digital. Wenn der Film reist, spielt man einfach weiter, was heißt schon Pannen. Die Pannen sind eigentlich das Schönste an dem Ganzen. Das unterscheidet das Straßenbahnkino von Hollywoodkino, dass das ein Erlebnis ist. Hollywood ist wahrlich weit und hat beim Publikum des mobilen Kinos nur einen begrenzt guten Ruf. Denn Kinokultur lebt von mehr als den großen Namen und dem großen Geld. Auf die Ideen kommt es an. Diesem Grundsatz ist der Verein treu geblieben. Auch wenn seine Aktivitäten nach 20 Jahren fast schon denen eines Kleinunternehmens gleichen. Wir haben das ganze Jahr über unseren Verein mit den Mitgliedern und auch Freunde, die sich mit der Thematik beschäftigen und im Verein ehrenamtlich arbeiten. Aber dann die Umsetzung, die ist schon richtig professionell geworden. Aber das ist auch notwendig. Ja, das Wichtigste, damit das Festival gelingt, sind natürlich die Filme. Und nachdem die Filmauswahl steht, was ich natürlich nicht alleine mache, sondern was im Verein mit den Leuten zusammen gemacht wird, ist das Wichtigste, die Filme zu bestellen und zu bekommen und dann das Programm einzuteilen, dass man weiß, was an welchem Spielort wann gespielt wird, dass das alles gut zusammenpasst. Das Zweite ist dann die Einteilung des Dienstplans, was dieses Jahr auch gar nicht so einfach war, weil wir so viele Spielstätten haben, also so viele extra Spielstätten, kleine Spielstätten, die wir ja für das 20-Jährige extra uns aus vergangenen Jahren wieder rausgesucht haben. Über Max und Andi und Wolfgang. Das kleine Büro in Johannes platzt fast aus den Nähten, wenn alle Helfer und Vereinsmitglieder vor dem Festival zusammenkommen. Die fröhliche Runde täuscht nicht. Auch wenn das Wort Stress den Organisatoren in dieser Zeit nicht gerade unbekannt ist, so überwiegt doch die Freude an der Sache. Kino zu machen ist allen hier eine echte Herzensangelegenheit. Naja, als Buchhalter des Vereins bin ich schon häufiger ins Schwitzen gekommen in den letzten Jahren. Manchmal hat man schon das Gefühl, ob das der Verein noch stemmen kann. Also ob das nicht doch eine Nummer wird für den Verein, die einfach zu groß ist. Aber wie gesagt, nee, bisher hat es eigentlich immer ganz gut geklappt. Und trotz irgendwelcher Durststrecken zwischendrin kriegen wir das doch, glaube ich, auch die nächsten Jahre noch hin. Bitte, Sir. Ich möchte noch mehr.